Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniela Korte. Ich bin Referentin im Vertrieb der KfW in unserer Niederlassung in Bonn. Und ich möchte Ihnen in der nächsten halben Stunde einen Überblick geben über die Fördermittel, die wir für energieeffizientes Bauen und Sanieren zur Verfügung stellen. So, zum Einstieg möchte ich Ihnen die KfW kurz vorstellen. Wir sind die Förderbank des Bundes. Das heißt, wir fördern in staatlichem Auftrag. Unsere Fördermittel gelten bundesweit, sind also in der Regel auch bundesweit einheitlich. Macht keinen von der Förderung keinen Unterschied, ob Sie ein Haus hier in Niedersachsen oder in Bayern kaufen oder sanieren. Es macht aber Sinn, sich neben der Bundesförderung auch die Landesförderung anzugucken. Das heißt, in jedem Bundesland gibt es nochmal ein eigenes Landesförderinstitut. Auch hier gibt es Fördermittel und da sollten Sie sich überall informieren, damit Sie wissen, was ist für Sie das Günstigste. Sie können auch unsere Fördermittel in der Regel mit anderen kombinieren. Der Hauptsitz der KfW ist in Frankfurt. Daneben gibt es zwei Niederlassungen, eine in Berlin und eine in Bonn. Das heißt, wir haben kein Filialnetz. Wir sind in der Regel für Sie nicht mal eben um die Ecke. Deswegen sind meine Kolleginnen und ich aus dem Vertrieb auf Messen wie dieser hier unterwegs, damit Sie auch mal einen direkten Ansprechpartner haben. Hier sehen Sie die Förderprogramme, die wir aktuell im wohnwirtschaftlichen Bereich, das heißt für Wohnimmobilien, anbieten. Es geht einmal um Neubau und einmal um den Bereich Gebäudebestand. Näher erläutern möchte ich Ihnen die Programme energieeffizient bauen und energieeffizient sanieren. Da liegt im Moment unser Förderschwerpunkt drauf. Immer dann, wenn es eben darum geht, Energie einzusparen, ist die Förderung besonders gut. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen aber auch nicht vorenthalten, was wir sonst noch haben. Wir haben das KfW Wohneigentumsprogramm. Hier geht es um Wohneigentumsbildung. Das ist eine Basisförderung für jeden, der ein Haus oder eine Wohnung kauft oder baut, um selbst drin zu wohnen. Also hierfür können Sie einen günstigen Kredit bekommen. Das Programm Altersgerecht umbauen beschäftigt sich mit dem Thema Barrierereduzierung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Immer dann, wenn Sie irgendwo Barrieren reduzieren, ist das interessant. Das kann zum Beispiel auch interessant sein, wenn Sie Ihr Badezimmer modernisieren. Wenn Sie dann nämlich bestimmte Vorgaben einhalten, die wir in diesem Programm vorgeben, was so Bewegungsflächen angeht, wenn Sie eine bodengleiche Dusche schaffen etc., dann können Sie zum Beispiel auch eine Badmodernisierung sehr günstig, nämlich aktuell zu 1,0% über dieses Programm altersgerecht umbauen, finanzieren. Und in den beiden Schwerpunktprogrammen geht es dann um den Neubau von Energieeffizienzhäusern, also besonders energiesparenden Wohnimmobilien, und im Programm Energieeffizient sanieren geht es um die energetische Sanierung bestehender Immobilien. Alle Förderprogramme sind kombinierbar. Das heißt, wenn Sie in einem einen Antrag stellen, heißt das nicht, dass Sie in irgendeinem anderen Programm gesperrt sind. Theoretisch können Sie einen Antrag in allen vier Programmen stellen, wenn das zu Ihren Vorhaben passt. Sie sehen hier unter dem jeweiligen Programmnamen auch immer noch die Programmnummer. Das kann ganz nützlich sein, diese Programmnummer zu kennen, weil Sie sich dann zum Beispiel im Internet bei uns schneller zurechtfinden. Sie können nämlich, wenn Sie beispielsweise das Programm energieeffizient bauen suchen, geben Sie einfach ein www.kfw.de/153 und landen direkt bei dem für Sie interessanten Programm und müssen sich dann nicht lange durchklicken. Wie funktioniert die Antragstellung bei der Förderung? Wenn ich von Förderung rede, dann meine ich in der Regel einen Förderkredit. Unsere Förderkredite sind langfristig, zinsgünstig, zum Teil jederzeit rückzahlbar. Das ist die Regel in Sachen Förderung. Hier und da gibt es aber auch Zuschüsse. Bei dieser wohnwirtschaftlichen Förderung ist das im Programm Energieeffizient sanieren der Fall, dass wir da auch Zuschüsse vergeben. Und je nachdem, ob für Sie eben Kredit oder Zuschuss interessant ist, danach richtet sich auch der Antragsweg. In aller Regel, nämlich wenn Sie einen Kredit beantragen, wenden Sie sich an Ihre Hausbank. Dann gilt ohne Ausnahme immer das Hausbankprinzip. Wir brauchen immer eine Bank oder Sparkasse Ihrer Wahl vor Ort, an die Sie sich wenden, mit der Sie das Vorhaben besprechen. Und die, wenn sie bereit ist, sie zu finanzieren, den Förderantrag an uns weiterleitet. Es besteht kein Anspruch auf eine Förderung. Das heißt, Ihre Bank ist nicht verpflichtet, bei uns einen Antrag zu stellen. Es ist auch so, dass die Bank das Kreditrisiko trägt.
Das heißt, Ihre Hausbank ist uns gegenüber zur Rückzahlung des Förderkredites verpflichtet, unabhängig davon, ob Sie als Kunde zahlen. Insofern guckt die Hausbank sich eben an, ob sie kreditwürdig sind, ob die erforderlichen Sicherheiten da sind und entscheidet dann, ob sie über den Antrag an uns weiterleitet. Wenn das der Fall ist, dann dauert das bei uns im Haus in der Regel 1-2 Wochen. Dann schicken wir unsere Entscheidung, in der Regel unsere Zusage an Ihre Hausbank, die dann mit Ihnen den Kreditvertrag abschließen kann, zu den von uns vorgegebenen Konditionen. Nur im Falle eines Zuschusses, wie es im Programm Energieeffizient Sanieren möglich ist, können Sie dann den Antrag direkt bei uns einreichen. Das Antragsformular finden Sie im Internet, ausfüllen, ausdrucken und an die aufgedruckte Adresse schicken. Und dann bekommen Sie eben auch von uns direkt die Zuschusszusage. Wichtig ist außerdem das Prinzip der rechtzeitigen Antragstellung. Egal ob Kredit oder Zuschuss, Sie müssen den Antrag immer vor Vorhabensbeginn stellen. Das heißt beim Neubau vor Baubeginn, vor dem ersten Spatenstich. Bei der Sanierung heißt das, bevor Sie den Handwerker beauftragen. Sie können vorher planen, Sie können sich Kostenvoranschläge einholen, Energieberater hinzuziehen. All das können Sie vor der Antragstellung machen, aber bevor Sie dann tatsächlich beginnen, also den Auftrag vergeben, müssen Sie sich entweder an Ihre Hausbank wenden bzw. den Zuschussantrag bei uns stellen. Nachfinanzieren dürfen Sie nicht. Das heißt, wenn Sie einmal angefangen haben, dann ist es ein Problem, weil Förderung immer ein Anreiz sein soll. Und wenn Sie angefangen haben, ohne eine Förderung zu beantragen, dann hatten Sie diesen Anreiz praktisch nicht nötig und dann fällt die Förderung, die Fördermöglichkeit weg. In den Programmen Energieeffizient Bauen und Sanieren fördern wir die klassischen Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser. Eigentumswohnungen sind genauso förderfähig, aber auch Wohnheime wie Studentenwohnheime oder Alten- und Pflegeheime, auch die sind förderfähig. Aufpassen muss man immer nur wenn ein Gebäude gemischt genutzt wird, zum Beispiel zum Teil gewerblich, also eine Immobilie, in der unten vielleicht ein Ladengeschäft drin ist und darüber sind Wohnungen und Sie würden jetzt die Wände dämmen von diesem gesamten Haus, dann müssen Sie die Kosten aufteilen nach den Quadratmetern, wie sie auf den Gewerbeteil und auf den Wohnteil entfallen. Und wir können nur die Kosten in diesen Programmen hier fördern, die auf den Wohnteil entfallen. Was aber nicht heißt, dass der Gewerbeteil nicht förderfähig ist, sondern dafür gibt es dann gesonderte Programme. Das heißt, da können Sie gerne auf uns zukommen. Auch dazu können wir Sie beraten, wenn Sie Investitionen im gewerblichen Bereich planen. In den Programmen Energieeffizient Bauen und Sanieren stolpern Sie immer mal wieder über diesen Begriff KfW-Effizienzhaus. Das ist ein Qualitätsmerkmal, das wir hier nutzen und dieses Merkmal setzt sich zusammen aus zwei Kriterien. Auf der einen Seite haben wir den Primärenergiebedarf, ganz grob gesagt, wie viel Energie braucht dieses Haus, und auf der anderen Seite haben wir den Transmissionswärmeverlust, wie viel Energie geht durch die Außenhülle des Gebäudes wieder verloren. Im Prinzip wird der Primärenergiebedarf stark durch die Art der Heizung beeinflusst und der Transmissionswärmeverlust stark durch die Art der Dämmung und der Fenster. Hinter dem Begriff KfW-Effizienzhaus steht immer eine Zahl, die sagt aus, wie hoch der Primärenergiebedarf in Relation zu einem klassischen heutigen Neubau nach der geltenden Energieeinsparverordnung ist. Das heißt, ein Effizienzhaus 100 hat 100% des Energiebedarfs eines heutigen Neubaus nach gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, Effizienzhaus 100 entspricht Neubauniveau. Ein Effizienzhaus 70 hat nur 70% des Energiebedarfs eines klassischen Neubaus, ist also energetisch gesehen 30% besser. Also je niedriger die Zahl, desto geringer der Energiebedarf des Hauses, desto besser der Standard und desto besser dann auch die Förderung, die wir anbieten. Sowohl im Programm Energieeffizient Bauen wie auch beim Sanieren brauchen Sie einen Energieberater. Sie müssen immer einen Sachverständigen hinzuziehen, der bestimmte Berechnungen anstellt und uns gegenüber dann bestätigt, dass Voraussetzungen gegeben sind. Dass also entweder ein bestimmter Effizienzhausstandard erreicht wird oder bestimmte Voraussetzungen bei der Dämmung oder bei den Fenstern, bei der Heizung gegeben sind.
Das kann ein Energieberater sein, der nach § 21 der Energieeinsparverordnung berechtigt ist, Energieausweise auszustellen. Wenn Sie jemanden suchen, können Sie in dieser bundesweiten Expertenliste www.energie-effizienz-experten.de jemanden finden, der diese Qualifikation mitbringt. Sie brauchen diesen Energieberater schon in der Planungsphase, weil der beim Antrag bereits eine bestimmte Bestätigung abgeben muss. Und Sie brauchen ihn dann nach Abschluss des Neubaus bzw. der Sanierung nochmal, damit er dann bestätigt, dass alles fachgerecht durchgeführt wurde und das Ergebnis auch das ist, was bei Planung angestrebt war. Im Programm Energieeffizient bauen, wenn es also um das Thema Neubau geht, haben wir hier das Programm mit der Nummer 153 und da fördern wir 3 Effizienzhausstandards. Das heißt, der Neubau, den Sie planen, muss mindestens den Standard Effizienzhaus 70 erfüllen, damit eine Förderung in diesem Programm möglich ist. Das heißt, der Primärenergiebedarf darf maximal 70% eines in Anführungsstrichen normalen Neubaus betragen. Der Transmissionswärmeverlust darf etwas höher sein. Das sind aber die Zahlen, um die sich der Energieberater kümmert und was der eben bei Antragstellung schon bestätigen muss. Sie haben in allen 3 Effizienzhausstandards einen sehr guten Zinssatz, im Moment 1,41% effektiv. Wenn Sie aber einen der beiden anspruchsvolleren Standards erreichen, also Effizienzhaus 55 oder Effizienzhaus 40, kommt zu dem günstigen Zinssatz ein Tilgungszuschuss dazu. Das heißt, dass Sie einen Teil der Kreditsumme nicht zurückzahlen müssen. Er ist also im Kreditenzuschuss integriert. Wenn Sie den Standard Effizienzhaus 55 mit Ihrem Neubau erreichen, dann beträgt der Tilgungszuschuss 5%. Wenn Sie sogar den Standard 40 erreichen, beträgt der Tilgungszuschuss 10%. Das heißt, dass wir nach Abschluss des Neubaus die Kreditsumme entsprechend runtersetzen. Im Programm Energieeffizient bauen können Sie maximal 50.000 Euro Kredit je Wohneinheit über Ihre Hausbank beantragen. Das heißt, wenn Sie ein Einfamilienhaus bauen, sind es eben 50.000 Euro. Bauen Sie ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, sind das schon 2 Wohneinheiten. Das heißt, Sie könnten 100.000 Euro beantragen. Zinssatz liegt aktuell, wie gesagt, bei 1,41% effektiv. Und dieser Zinssatz ist fest für 10 Jahre. Das heißt, diesen Förderzinssatz haben Sie für die ersten 10 Jahre festgeschrieben. Wenn Sie eine längere Laufzeit vereinbaren, sind nämlich bis zu 30 Jahre maximal möglich, dann wird der Zinssatz nach 10 Jahren angepasst. Das heißt, Sie erhalten von uns nach 10 Jahren ein Angebot über einen Zinssatz. Das wird ein guter Marktzinssatz sein, kein Förderzinssatz mehr. Das heißt, der Zinssatz wird dann steigen, aller Voraussicht nach. Und zu dem Zeitpunkt haben Sie dann die Wahl, Sie können dann dieses Zinsangebot annehmen und den KfW-Kredit weiterführen oder wenn Sie eine günstigere Möglichkeit haben, können Sie auch ablösen. Die Zinssätze ändern sich unregelmäßig, das heißt, da lohnt es sich immer mal im Internet nachzuschauen, wo der aktuelle Zinssatz gerade liegt. Sie können eine lange Laufzeit beantragen und Sie können tilgungsfreie Anlaufjahre beantragen, je nach Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren. Wenn Sie also in den ersten Jahren zunächst mal nur Zinsen zahlen möchten, beantragen Sie tilgungsfreie Anlaufjahre und erst nach diesen Anlaufjahren würden Sie dann mit der Tilgung beginnen. Und die Tilgung verteilt sich gleichmäßig über die Laufzeit, also Sie zahlen da gleich hohe Raten bis am Ende der Laufzeit, das Darlehen auf 0 zurückgefahren ist. Sicherheiten, banküblich. Das Thema Sicherheiten ist immer Verhandlungssache zwischen Ihnen und Ihrer Bank. Das entscheiden Sie also mit der Hausbank zusammen, welche Sicherheiten hier verfügbar sind, welche erforderlich sind. In den ersten 12 Monaten fällt keine Bereitstellungsprovision an. Das heißt, die Kreditzusage steht Ihnen ein Jahr, das Geld steht Ihnen ein Jahr zur Verfügung. Erst wenn sich das Vorhaben verzögern sollte und Sie nicht in der Lage wären, die Mittel innerhalb eines Jahres dem Zweck zuzuführen, also für den Neubau auszugeben, dann kann man diese Bereitstellung auch verlängern und dann würden Sie ab dem 13. Monat 0,25% Bereitstellungsprovision pro Monat zahlen. Sie können innerhalb der Zinsbindung von 10 Jahren jederzeit kostenfrei Sondertilgen,
ab 1000 Euro können Sie den Kredit ganz oder teilweise jederzeit zurückzahlen, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung berechnet wird. Und das Programm ist grundsätzlich mit anderen Kreditmitteln, mit anderen Fördermitteln kombinierbar. Mit 50.000 kriegen Sie ja kein Haus gebaut. Das heißt, da planen Sie dann Eigenmittel, Hausbankmittel, was auch immer noch mit ein. Hier sehen Sie ein Beispiel, Neubau eines Effizienzhauses 55, das ist der mittlere Standard. Ein Familienhaus kostet hier im Beispiel 300.000, Grundstück, Baukosten, Baunebenkosten. Der Bauherr bringt in diesem Beispiel Eigenmittel von 60.000 Euro mit. Das geben wir aus Sicht der Förderung nicht vor, sondern das ist auch Ihre Entscheidung bzw. Verhandlungssache mit der Hausbank, wie viel Eigenmittel möchten Sie einsetzen. Wir können dann aus dem Programm Energieeffizient bauen einen Kredit über 50.000 Euro dazugeben, weil ein Effizienzhausstandard erreicht wird. Und das Wohneigentumsprogramm kommt zusätzlich in Frage, wenn Sie als Bauherr selber einziehen, wenn Sie also nicht vorhaben zu vermieten. Das ist im Programm Energieeffizient bauen zulässig, nicht aber im Wohneigentumsprogramm. Wenn die Voraussetzung der Selbstnutzung gegeben ist, Sie selber einziehen, dann können Sie noch einen zweiten Kredit aus dem Wohneigentumsprogramm beantragen. Da sind es auch 50.000 Euro, allerdings nicht zu 1,4%, sondern guter Marktzins, ungefähr 2,5 im Moment. Der Rest wird dann hier in dem Beispiel über ein Hausbankdarlehen finanziert und so setzt sich dann die Summe von 300.000 Euro zusammen. Vorteil, wenn Sie das Programm energieeffizient bauen, also einen Kredit aus diesem Programm mit einplanen können, ist, dass Sie den günstigen Zinssatz von 1,41 effektiv hier mitnehmen und beim Effizienzhaus 55 gewähren wir einen Tilgungszuschuss von 5% der Kreditsumme, also 2.500 Euro von den 50.000 müssen nicht zurückgezahlt werden. Im Programm Energieeffizient sanieren geht es jetzt um die energetische Sanierung bestehender Wohnimmobilien. Und zwar kommt jedes Wohngebäude in Frage, für das Bauantrag oder Bauanzeige vor 1995 gestellt wurde. Das ist das Mindestalter, das die Immobilie haben muss. Und dann haben Sie die Wahl. Sie können Einzelmaßnahmen durchführen, die zeige ich Ihnen gleich. Die werden gefördert oder Sie können sagen, ich habe hier vor, umfangreich zu sanieren und strebe einen Effizienzhausstandard als Ziel an. Dann haben wir hier eine Sanierung zum KfW-Effizienzhaus. In beiden Fällen können Sie einen günstigen Kredit beantragen. Im Programm Energieeffizient sanieren finanzieren wir zurzeit zu 1,0%. Wenn Sie einen Effizienzhausstandard durch die Sanierung erreichen, haben Sie zusätzlich zu dem günstigen Zinssatz wieder den Vorteil eines Tilgungszuschusses, dass Ihnen also je nachdem, welchen Effizienzhausstandard Sie erreichen durch die Sanierung, ein Teil des Kredites gutgeschrieben wird. Wenn Sie Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses sind oder einer Eigentumswohnung, die Sie sanieren wollen, dann haben Sie die Wahl zwischen Kredit und Zuschuss. Wenn Sie dann nämlich sagen, ich brauche keinen Kredit, ich finanziere das aus Eigenmitteln oder habe eine andere günstige Möglichkeit, können Sie sich statt des Kredites für einen rein nicht rückzahlbaren Zuschuss entscheiden, den Sie direkt bei der KfW beantragen und der beträgt bei Einzelmaßnahmen grundsätzlich 10% der Sanierungskosten. Bei der Effizienzhaussanierung kann der Zuschuss bis zu 25% betragen, abhängig vom Effizienzhausniveau, das Sie durch die Sanierung erreichen. Diese Zuschussmöglichkeit gilt aber leider nicht für Mehrfamilienhäuser ab 3 Wohneinheiten. Es sei denn, ist es eine Eigentümergemeinschaft, also für jede Wohnung gibt es ein eigenes Grundbuch. Bei Mehrfamilienhäusern ab 3 Wohneinheiten bieten wir nur den sehr günstigen Kredit an. Hier sehen Sie die Einzelmaßnahmen, die wir fördern. Im Prinzip fällt darunter jede Dämmmaßnahme. Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen, Geschossdecken, oberste Kellerdecke, Erneuerung von Fenstern und Außentüren, Erneuerung, Einbau einer Lüftungsanlage, Erneuerung der Heizungsanlage oder auch Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen. All das sind Einzelmaßnahmen, die jede für sich oder in freier Kombination förderfähig ist.
Früher gab es mal so Maßnahmenpakete, da musste man mindestens 3 Maßnahmen kombinieren, damit eine Förderung möglich ist. Das ist heute nicht mehr so. Sie können auch nur in Anführungsstrichen eine Wand dämmen oder 3 Fenster austauschen und das ist grundsätzlich förderfähig. Es gibt für die Kreditförderung keinen Mindestbetrag. Das ist wieder Verhandlungssache zwischen Ihnen und der Hausbank, zu was die Bank bereit ist. Beim Zuschuss müssen Sie Kosten von mindestens 3.000 Euro haben, damit die Zuschussförderung in Frage kommt. Für die Förderung solcher Einzelmaßnahmen ist Voraussetzung, dass Sie die jeweiligen technischen Mindestanforderungen einhalten. Es gibt zu jedem Förderprogramm ein Merkblatt. Zu dem Merkblatt vom Energieeffizient Sanieren gehört eine Anlage mit den technischen Mindestanforderungen. Und da steht für jede Einzelmaßnahme drin, was hier eingehalten werden muss. Und dass diese Voraussetzungen eingehalten werden, muss dann ein Sachverständiger, also ein Energieberater, bei Antragstellung bestätigen. Wenn Sie die Heizung austauschen möchten, auch das ist eine Einzelmaßnahme, die wir fördern, dann müssen Sie ein bisschen genauer hingucken, weil wir bestimmte Arten von Heizungen fördern, nämlich klassische Brennwerttechnik mit Öl oder Gas, wärmegeführte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf Basis fossiler Brennstoffe, zum Beispiel Blockheizkraftwerk, Brennstoffzelle, Erstanschluss an Nah- oder Fernwärme inklusive Wärmeübergabestation und Hausanschlussleitung. Sie können auch statt eine neue Heizung anzuschaffen, gibt es auch die Einzelmaßnahme Optimierung der Wärmeverteilung bei bestehenden Heizungsanlagen, wo dann auch verschiedene Maßnahmen durchgeführt werden. Wir fördern also hier die klassischen Heizungen, die nicht auf erneuerbaren Energien basieren. Wenn Sie aber eine neue Heizung anschaffen, die auf erneuerbaren Energien basiert, wie zum Beispiel eine Wärmepumpe, eine Biomasseanlage oder eine thermische Solarkollektoranlage, dann gibt es für diese Arten von Heizungen zunächst mal beim BAFA einen Zuschuss. Beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle im Internet unter bafa.de zu finden, gibt es aus dem Marktanreizprogramm Zuschüsse für diese Heizungen. Wenn Sie aber neben dem Zuschuss auch einen Kredit brauchen, dann können Sie ab dem 1.3. bei uns den sogenannten Ergänzungskredit für eine solche Heizung beantragen. Das heißt, Sie bekommen den Zuschuss von der BAFA und von uns die Finanzierung dazu, nicht zu 1,0%, wie im klassischen Programm Energieeffizient sanieren. Der Zinssatz wird etwas höher liegen. Das werden Sie dann ab 1.3. im Internet entsprechend nachlesen können, wo der Zinssatz festgelegt wird. Im klassischen Programm Energieeffizient sanieren können wir diese Heizungen nur zu 1,0% mitfinanzieren, wenn Sie sie in Kombination mit einer dieser Heizungen anschaffen. Also was schon mal vorkommt, ist, dass jemand eine neue Heizung auf Basis Brennwerttechnik anschafft, zusammen mit einer Solarkollektoranlage. Dann können wir beides zusammen finanzieren bzw. bezuschussen. Wenn das für Sie ein Thema ist, schauen Sie sich es am besten im entsprechenden Merkblatt, das wir auch dabei haben, nochmal im Detail an. So, wenn Sie mehrere Einzelmaßnahmen kombinieren, kann es ja gut sein, dass Sie durch diese Sanierung einen Effizienzhausstandard erreichen. Wenn Sie also nicht nur die Wände dämmen oder nicht nur die Fenster austauschen, sondern beides machen, vielleicht auch noch eine neue Heizung anschaffen, dann könnte der Energieberater zu dem Schluss kommen, dass Sie einen Effizienzhausstandard erreichen. Damit wären Sie im Programm mit der Nummer 151, die Effizienzhaussanierung, und da fördern wir ab dem Standard 115. Es gibt auch noch einen speziellen Standard Effizienzhausdenkmal, wenn Sie ein denkmalgeschütztes Gebäude sanieren. Da sind die Anforderungen noch etwas geringer, weil da ja viele Dinge nicht frei möglich sind. Beim Effizienzhaus 115 erreichen Sie einen Energiestandard, der ist 15% schlechter als der eines heutigen Neubaus, was aber für den einen oder anderen Altbau auch schon ein sehr guter Standard wäre. Das geht hoch bis zum anspruchsvollsten Standard, dem Effizienzhaus 55. Und wenn Sie einen solchen Effizienzhausstandard mit Ihrer Sanierung erreichen, dann können Sie zusätzlich zu dem günstigen Zinssatz von 1,0% wieder einen Tilgungszuschuss bekommen. Nämlich 2,5% werden Ihnen gutgeschrieben beim Effizienzhaus 115 und das geht dann hoch bis auf 17,5%. Das ist der Tilgungszuschuss, der ab 1.3. für das Effizienzhaus 55 gilt. Das heißt, bei Einzelmaßnahmen
können Sie einen Kredit bekommen zu 1,0%. Bei der Effizienzhaussanierung bekommen Sie auch diese 1,0% plus einen Tilgungszuschuss, je nachdem, welchen Effizienzhausstandard Sie erreichen. Also auch hier wird durch den Tilgungszuschuss wieder ein Anreiz gegeben, einen höheren Energiestandard mit der Sanierung zu erreichen. Wenn Sie sich für die Kreditfinanzierung entscheiden im Programm Energieeffizient sanieren, können Sie bei Einzelmaßnahmen maximal 50.000 Euro je Wohneinheit beantragen. Wenn Sie zum Effizienzhaus sanieren, können Sie maximal 75.000 Euro je Wohneinheit beantragen. Also je nachdem, wie viele Wohnungen die Immobilie, die Sie sanieren, hat. Auch hier eine Laufzeit bis zu 30 Jahre. Der Zinssatz von aktuell 1,0% ist auch hier wieder fest für 10 Jahre. Wenn die Laufzeit länger ist, wird er nach 10 Jahren angepasst. 1 bis 5 Tilgungsfreijahre sind möglich. Bankübliche Sicherheiten sind erforderlich. Das erste Jahr ist der Kreditbereitstellungsprovisionsfrei. Auch hier können Sie in den ersten 10 Jahren jederzeit ganz oder teilweise kostenfrei sondertilgen. Und auch diesen Förderkredit können Sie mit anderen Finanzierungsfördermitteln kombinieren. Wenn Sie keinen Kredit brauchen, können Sie sich alternativ für einen reinen Zuschuss entscheiden, wenn es um die Sanierung von einem Ein- oder Zweifamilienhaus oder um eine Eigentumswohnung geht. Wenn Sie dann einen Effizienzhausstandard erreichen, beziehungsweise, lassen Sie mich anders sagen, wenn Sie Einzelmaßnahmen durchführen, sagte ich eingangs schon, dann liegt der reine Zuschuss, den wir vergeben, bei 10% der Sanierungskosten, maximal 5.000 Euro je Wohneinheit. Das heißt, wenn Sie für die Sanierung einer Wohnung oder eines Hauses 50.000 Euro ausgeben, dann kommen Sie an diesen Höchstbetrag von 5.000 Euro Zuschuss. Wenn Sie umfangreich sanieren und einen Effizienzhausstandard erreichen, dann steigt der Investitionszuschuss auf 12,5, 15, 20 bis 25% im anspruchsvollsten Standard, dem Effizienzhaus 55. Hier sind maximal 18.750 Euro Zuschuss je Wohneinheit möglich. Die erhalten Sie, wenn Sie 75.000 Euro für die Sanierung ausgeben sollten. Diesen Zuschuss, wie gesagt, beantragen Sie direkt bei der KfW und unter kfw.de/430 sind Sie direkt auf der richtigen Seite im Internet. Auch hier ein Finanzierungsbeispiel. Ein Zweifamilienhaus wird zum Effizienzhaus 100 saniert. Das heißt, wir haben hier zwei Wohneinheiten und am Ende ist das Neubauniveau das Ziel. Dafür wird gedämmt, neue Fenster, neue Heizung kommt rein. Das Ganze kostet 140.000 Euro. 10.000 Euro Eigenmittel sind vorhanden. Der Bauherr entscheidet sich nicht für den Kredit, sondern für den Zuschuss, was beim Zweifamilienhaus möglich ist. Beim Effizienzhaus 100 gibt es einen Zuschuss von 12,5% der Sanierungskosten. Das sind in diesem Fall 17.500 Euro, die wir nach Abschluss der Sanierung als Zuschuss geben, also Ihnen überweisen würden. Und der Rest kann dann über Eigenmittel, über sonstige Fremdmittel, wenn es bei der Bank günstig ist, über die Hausbank finanziert werden, nur eben nicht über den Förderkredit, weil wir hier eine Entweder-oder-Geschichte haben, Förderkredit oder Zuschuss. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen Zuschuss zeigen, den Sie zusätzlich beantragen können. Und zwar ist das ein Zuschuss für Baubegleitung. Wenn Sie eine Sanierung durchführen, egal ob Sie Einzelmaßnahmen machen oder eine Effizienzhaussanierung und egal, ob Sie sich dabei für die Kreditförderung oder für den reinen Zuschuss entscheiden, können Sie zusätzlich einen Zuschuss für Baubegleitung bei uns beantragen. Und zwar, wenn Sie möchten, dass der Energieberater nicht nur einmal am Anfang und einmal am Ende dabei ist, sondern eben baubegleitend tätig ist, also auch eine bestimmte Qualitätssicherung im Laufe der Sanierung vornimmt, was eben besonders bei umfangreichen Sanierungen absolut empfehlenswert ist. Bei der Sanierung zum Effizienzhaus 55 oder zum Effizienzhaus Denkmal, dem besonders anspruchsvollen Vorhaben, ist eine solche Baubegleitung sogar Pflicht. Bei diesem Zuschuss fördern wir dann 50% der Baubegleitungskosten, Planung und Baubegleitung, maximal 4.000 Euro pro Antragsteller und Vorhaben. Also hier ist es nicht je Wohneinheit, sondern je Antragsteller sind möglich.
Und dieser Zuschuss ist die einzige Förderung, die nicht vorher beantragt wird, sondern die tatsächlich nach Abschluss der Planung und Baubegleitung bei uns beantragt wird. Die einzige Ausnahme vom Prinzip der rechtzeitigen Antragstellung. Diesen Zuschuss beantragen Sie nach Abschluss der Sanierung. So, damit bin ich mit meinem Überblick durch. Ich hoffe, dass Sie herausfinden konnten, welches Förderprogramm für Sie das Richtige ist, dass Sie wissen, wo Sie im Internet schauen müssen oder in welches Informationsmaterial Sie sich bei uns mitnehmen. Wenn Sie im Nachgang zur Messe Fragen haben, wenden Sie sich an unser Infocenter. Die Kolleginnen und Kollegen wissen in allen Details der Förderprogramme Bescheid. Hier bekommen Sie eine sehr gute telefonische Beratung. Wir haben ein Team für die gewerblichen Investoren, also für das Thema Gründung und Mittelstand, und ein Team für die Wohnimmobilien und Kommunen, Bauen, Sanieren, Kommunen, die Sie unter den hier aufgeführten kostenfreien Servicerufnummern erreichen. Sie können Ihre Frage auch gerne per E-Mail an infocenter@kfw.de richten, und auf unserer Internetseite finden Sie jederzeit die Programminformationen, die aktuellen Zinsen, aber auch Hilfsmittel wie zum Beispiel ein Tilgungsrechner, dem Sie mal ausrechnen können, wenn Sie diesen oder jenen Kredit in der Höhe zu der Laufzeit beantragen, was dann an monatlichen Kosten auf Sie zukäme. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß noch hier auf der Nordhaus. Danke.